Oh, guck mal, diese Kinder in Afrika, denen gebe ich jetzt AIDS. Und älter, geliebter, kränker auch teilweise, ehrenhafter, ja, ehrenwürdiger auch. Versteinerter, ja. In den Nieren. Das stimmt. Ja, da hat eine kleine Medusa in die Niere reingeguckt. Kann man das hier sagen? Nee, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Na, dann machen wir es lieber nicht. Lieber nicht. Was kann man stattdessen sagen? Wir sagen im Brennpunkt nur Sachen, die man nicht sagen sollte eigentlich, ne? Das ist ja unser Podcast. Na gut, dann sagen wir jetzt mal eine Sache, die man nicht sagen sollte. Markus Lanz ist ein guter Moderator. Oh, den Satz habe ich noch nie gehört. Ja, das ist ja auch die schlimmste Lüge der Menschheit. Markus Lanz war der beste Wetten-Das-Moderator aller Zeiten. Hat er das? Hat noch niemand gemacht? Gesagt. Ja, natürlich. Ach stimmt, ja, da gab es so mal so eine Übergangsphase. Ganz, ne? Ganz schlimm. So eine Übergangsphase, das ist quasi Wetten-Das-Übergang ins Hospiz. Ja, quasi. Moderiert durch Markus Lanz. Noch palliative Moderation durch Markus Lanz. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt kein Gottschalk-Fan. Ja, ich finde Gottschalk echt richtig zum Kotzen. Aber die Show hat das schon ganz gut gemacht früher. Aber wenn man sich jetzt diese einmaligen, also pro Jahr einmal, die Wetten, das Folgen ansieht, sieht man schon, okay, der Mann ist nicht wirklich reifer geworden. Also er ist nicht mit der Zeit mitgegangen und es ist gut, dass er aufgehört hat. Denn sein Humor ist ja völlig am aktuellen Zeitgeist vorbei. Und dann lieber Markus Lanz, ehrlich gesagt. Hm. Oder Wolfgang Lippert. Ich habe gerade das erste Mal über den Namen Gottschalk nachgedacht. Das ist ja, der Schalk ist ja irgendwie auch sowas wie ein Schelm. Schalk im Nacken haben. Der Schalk im Nacken. Ja. Und was ist denn der Schalk des Gottes? Ist der Gottschalk, wenn der sagt, oh, guck mal, diese Kinder in Afrika, denen gebe ich jetzt AIDS. Nee, ist das der Gottschalk? Nee, er der Hofnarr des Gottes, dächte ich, oder? Das ist derjenige, der Gott zum Lachen bringt. Also der Mensch an sich vielleicht ist Gottschalk. Das wird voll philosophisch jetzt. Also die AIDS-Kinder sind schon auch der Gottschalk, weil der Gott sitzt ja da auf der Wolke und sagt, guck mal, die Loser. Möglicherweise. Aber Gottschalk ist schon ein schöner Nachname. Wir hatten auch eine Lehrerin, die so hieß. Mhm. Und hat auch immer gesagt auf Klassenfahrt so, ich heiße Gottschalk, wieder aus dem Fernsehen. Wetten, dass ich die Schnauze polieren kann? So. Hallo Leute übrigens, schön, dass ihr da seid. Ach, das ist auch schon hier. Ein Cold Opening gewesen und es ist gerade ganz warm geworden, weil ich die Präsenz der Zuhörerschaft bemerkt habe. Und auf diesem Wege möchte ich euch herzlich willkommen heißen hier bei unserer kleinen Teestündchen. Und schön, dass ihr euch hier versammelt habt. Kaoti zum Beispiel auch da. Kaoti hat sich im letzten Kommentarbereich sehr gefreut über die Erwähnung. Da ging es um den Song, den ich das letzte Mal in unsere Musikplaylist eingepflegt habe. Ja, super Song. Wie dem auch sei, wir sind Brennpunkt Internet, wir sind Tino Ranicki und Robinovic Gorokurgurkova. Genau so ist es. Mir wurde gestern von einem migrationshintergründigen Mann auf dem Theaterplatz gesagt, ey, du siehst aus wie Ukraine. Aha. Ja gut, die Menschen kann man jetzt nicht so gut abgrenzen von Deutschen. Doch, die kann man abgrenzen mit einem Stacheldrahtzaun an der finnischen Grenze. Schon? Ich habe erfahren, dass das für Flüchtlinge ist und nicht für Russen. Ja, ich habe mich geirrt. Genau, habe ich mich gehört. Ich habe nur was von der Mauer gelesen, dachte, aha, aber es geht wohl doch um andere. Ich glaube, da ging es gar nicht um Fakten, da ging es nur um einen billigen Witz auf Kosten von Trump. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, wir reden hier über Amerika, wir reden hier über Wrestling und Falco und reden hier über Dinge, die aktuell passiert sind. In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seit wir über Gottschalk geredet haben, ich sitze hier und mache Gottschalk-Bewegungen mit meinen Händen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und, oh Bürgermeister, Vorsicht, Obacht, hallo, schön, dass Sie hier sind, heute hier in der Olympiahalle in, oh, aufpassen, München, hey. So eine Art hat man moderiert, sehr sympathisch. Großartig. Also Leute, wir ordnen die letzte Woche für euch ein bisschen ein und meine Güte, die letzten zwei Wochen waren ja immer nur im 2-2-5er-Bereich, aber ich glaube, diese Woche können wir ein bisschen höher gehen. Denn, Tino, es sind Sachen passiert. Ereignisse. Ja. Events, würde man sagen. Es gab keine Ruhe in Karlsruhe, muss man sagen. Hm. Karlsruhe tatsächlich. Sollten das echt mal umbenennen. Aber da habe ich keine Ahnung, was da passiert ist. So genau. Ich weiß nur, unsere Stadt sollten wir umbenennen in eigentlich rechtsradikale Band. Auf jeden Fall. Gut. Weimar hat ein Neonazi-Problem. Stadt oder Band? Ja, vielleicht beides, wer weiß. Gut. Was ist denn passiert? Ich habe nur gelesen, dass es in Karlsruhe wohl eine Geiselnahme gab.
Ach so, du, ach, der Karlsruhe war das. Ich dachte, ja. Gut, fangen wir mit der kleineren Sache an. Bei der Geiselnahme ist nämlich nichts passiert. Da ist jemand mit einer Schreckschusspistole in eine Apotheke gegangen. Ich vermute ja, dass das ein Auftragsattentat war, aber der hat Apotheke verwechselt mit ApoRed. Ah, toll, Mimi. Das kann mal passieren. Hat Mimi mal falsch recherchiert. Ja. Ja, da ist halt nichts passiert. Cool. Ja, die Menschen, die da drin waren, die werden schon traumatisiert sein. Ja, entschuldige mal. Entschuldige, dass ich jetzt dieses Trauma wieder relativiere, wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Angriff auf Zeugen Jehovas, zu denen wir noch kommen. Entschuldige mal, dass ich das relativiere. Man kann es ruhig relativieren, aber trotzdem vergisst man, also ich vergesse auch ganz oft, wenn ich irgendwo lese, Attentat, Anschlag, es gab die Toten, denkt man immer nur, oh, es leiden aber die Toten darunter, die Menschen der Toten darunter. Aber auch die überlebt haben, leiden ja darunter. Ne? Auch die haben ja irgendwie ein Trauma und sind erschrocken. Es gab ein ganz krasses Video-Footage von dem Bataclan-Angriff in Frankreich damals, vom IS. Da gibt es so eine Szene, wo sie in einem Café sind und mit Maschinenpistolen auf so eine Frau schießen, und die Maschinenpistole geklemmt hat. Mhm. Und die ziehen ihr ins Gesicht rein und es geht nicht. Und die so, so. Ja, die hat dann Survivor-Skill hinterher. Das ist ja besonders bizarr, dass man sich denkt, womit habe ich das verdient, dass ich hier überleben durfte durch so ein Missgeschick, durch so eine Fehlfunktion und so. Das ist ja richtig, also ich sage jetzt Braindead, aber ich meine das nicht auf die Frau bezogen, die da überlebt hat, sondern halt, dass der Mensch diesen Mechanismus in sich hat, ist komplett Braindead, meiner Meinung nach. Das vergisst doch nicht, so auch die Jugendlichen von Utoya, die da überlebt hatten damals, als dieser Anders Breivik da Kinder erschossen hat. Da gibt es auch einige, die darunter noch zu leiden haben. Ja, mein Bruder ist gestorben, wieso ich nicht und so. Und das ist echt richtig heftig, was da passiert. Deswegen liebe Grüße an die Karlsruher, die Unruhe hatten. Hoffentlich geht es euch gut. Das alles hat auch jetzt der Typ von Karlsruhe da, dieser Schreckschussmann aus der Apotheke, hat das alles jetzt verursacht. Und deswegen asozial, ja, geh kacken. Aber ist sein Motiv bekannt, weißt du das? Wahrscheinlich hatte der eine zu hohe Rechnung, er war nicht krankenversichert. Und das ist ja, das geht ins Geld, du. Wenn man diese roten Zettel nicht nur mit 5 Euro zuzahlt, du, das stimmt. Flattert dir die Vorhaut weg. War es ein Deutscher wenigstens? Ich hoff's. Ich hoff's auch. Weil Schreckschusspistole ist typisch deutsch, oder? Stimmt, ja, die anderen trauen sich das nicht. Mit dem Bombengürtel kommen oder mit dem Katana oder was halt so. Mit der Maschinenpistole, Raketenwerfer, genau. Ja, es ist ja so, jedes Land hat so seinen exotischen Tanz oder so, weißt du, irgendwie Flamenco und sowas, aber jedes Land hat auch sein Mittel der Wahl. Also die Spanier kommen dann halt mit so einer roten Fahne rein, wenn wir ein Attentat machen. Genau, Stierkämpfe und so, genau. Genau. Die Deutschen haben ihr Kantholz. Oder werfen eine Bratwurst. Stimmt. Finde ich gut. Das ist schon, also die Amerikaner kommen natürlich direkt mit 20 Waffen unterm Arm an. Die haben ja auch ein bisschen einfacher als wir, muss man sagen. Und ich würde sagen, die Syrer werfen mittlerweile nur noch Steine. Die haben nicht mehr viel, die armen Syrer, das stimmt. Aber das passt ja, weil die steinigen ja eh ganz gerne. Und jetzt haben die nur noch Schutt. Das ist ja quasi, das ist wie als würde in Amerika jedes Haus nur aus Waffen bestehen. Ist jetzt in Syrien. Wäre möglich, glaube ich, ne? Es gibt so viele Waffen in den USA, man kann auch Häuser damit bauen. Ja. Syrien ist übrigens gar nicht mehr so das allerschlechteste Land der Welt. Ich habe da mal einen Reddit-Thread gesehen vor einer Woche. Wenn die das schreiben bei Reddit, dann muss es ja auch stimmen. Nee, aber also da stand schon, dass es zum Beispiel in Haiti, also es gibt in Syrien mittlerweile halbwegs reglementierte Bereich. Ist natürlich für Frauen immer noch nicht so geil, aber wahrscheinlich ist es sogar gerade für Frauen reglementiert. In Afghanistan schlechter als in Syrien für Frauen. Da gab es auch ein großes Statement irgendwie. Die Frauen in Afghanistan fühlen sich zu verlassen, haben sie gesagt, zum Internationalen Tag der Frauen, nämlich diese Woche war. Da wurden ja auch Frauen an den Unis vergiftet, ne? Hast mitbekommen? Die dürfen doch mittlerweile gar nicht mehr studieren, war das nicht so in Afghanistan? Offenbar gibt es doch Unis, die es irgendwie zulassen, oder dass die Frauen trotzdem hingehen, und da gab es wohl irgendwie eine Mensa, oder ich habe es nicht richtig verfolgt, nur so am Rande, da wurden wohl ganz viele studierende Frauen da vergiftet. Cool. Ja. Nicht cool. Gar nicht cool. Professionelle Einordnung, ich habe es euch versprochen. Liebe Leute, Triggerwarnung haben wir länger nicht gesagt, aber das sieht man ja schon, wenn man hier einschaltet, ja, diese Signalfarben des Dritten Reiches, die wir als Brennpunkt benutzen, die sagen ja schon alles aus. Was wir hier sagen, ist nicht ernst gemeint. Wir machen nur schwarzen Humor. Hahaha. Jetzt ist alles okay, was ich danach sage. Leute von den Zeugen Jehovas umzubringen, ist nicht in Ordnung, auch wenn sie Zeugen sind und ein bisschen nervig auf der Straße.
Auch Oliver Pocher. Du hast gesagt, was wir sagen, ist nicht ernst gemeint. Ach so, stimmt. Hm. Das ist so Meta, ist mir zu hoch. Ja. Nee, also wir reden ja auch gerne mal ernst, aber ich glaube, der mündige Bürger, der medienaffine mündige Bürger, der weiß das einzuordnen. Und die Bürgerin auch. Ja, Bürger. Und darüber hinaus und dazwischen, ne, alles. Bürger. Ungeschlechtlicher ist Bürger. Agender, Trans, Genderfluid, alle. Alle Menschen. Auf jeden Fall kommt. Wisst ihr das, es ist gerade schon wieder ein bisschen Kraut und Rüben, was wir hier machen, aber das ist gewohnte Qualität von eurem Brennpunkt. Ich habe ein paar Themen, wir müssen hier gar nicht um heißen Brei rumstolzieren. Nee, ich brenne nicht um den heißen was? Das Kind können wir beim Berg schmeißen gemeinsam. Wir können das Kind jetzt mal beim Namen nennen, Jehova. Wer ist eigentlich Jehova? Das ist doch irgendwie auch so ein Scheiß. Ich weiß nicht, wo der Name jetzt herkommt. Ich weiß nur, dass es halt sektenartige, also sagen, behaupten viele, na, ich will nur das wiedergeben, was viele Menschen behaupten, dass die Zeugen Jehovas, übrigens nicht gegendert, sie heißen nur Zeugen, nicht Zeuginnen Jehovas, die wohl sehr sektenartig die Bibel sehr ernst nehmen. Man hat früher wohl auch gesagt Bibelforscherinnen und die glauben, dass das Ende nahe ist und wollen die Menschen eben alle missionieren und überzeugen. Haben dafür halt so tolle Methoden wie von Tür zu Tür gehen, bei denen ist halt jeden Tag Halloween. Es ist halt geil, dass das Wort nah so relativ ist, ne? Also wenn man sagt so, in 10 Jahren geht die Welt unter, haha, wir haben es euch ja gesagt, aber wenn es irgendwie in 10.000 ist, haha, wir haben es euch ja gesagt. Das ja, Ende bald. Ist, also verglichen mit den Dinosauriern war das Ende jetzt ziemlich nah. Bald, genau. Und es ist halt so, dass es sehr schwer ist, da auch wieder auszutreten. Ich habe selber auch eine Bekannte gehabt, die bei den Zeugen Jehovas war und die mir sagte, dass der Ausstieg sehr, sehr schwierig ist und dass teilweise auch die Eltern verpflichtet sind, ihre Kinder dann quasi nicht mehr sehen zu dürfen, wenn die einmal aus der Kirche ausgetreten sind. Also es ist schon sehr, sehr heftig. Die haben so ihr eigenes Ding. Wenn du das vor 18 machst, war das nicht so? Vor 18 ist noch okay. Aber wenn du quasi nach 18 austrittst, ist es dann, da bist du das Volksverrat quasi. Das weiß ich gar nicht genau. Aber sie hatte auch noch zu ihren Eltern Kontakt. Vielleicht war es auch, weil sie vorher ausgestiegen ist. Keine Ahnung. Und es ist auch ganz, ganz schwierig. Aber du darfst wohl, wenn du arbeitest irgendwo, darfst mit den Leuten befreundet sein. Und darfst auch nett zu denen sein auf der Arbeit. Ja, wenn die keine Zeugen sind. Na, sie müssen ja unter sich so ein bisschen bleiben. Und so. Man soll ja nur befreundet sein und so mit Leuten, die auch Zeugen sind. Aber wenn du irgendwo arbeitest, dann darfst du mit deinen Kollegen auch befreundet sein, aber eben auch nur distanziert und so. Alles sehr schwierig. Jedenfalls gab es da gestern in einer Zeugen Jehovas Kirche einen Anschlag von einem eigenen Zeugen Jehova, der da rumgeballert hat und hat Menschen erschossen, was nicht cool ist. Man kann die Zeugen Jehovas sinnlos finden und das kritisieren, was sie da alles machen und so und dass sie einen auf den Sack gehen mit den Briefen. Bei uns, ohne Scheiß, werfen die Briefe rein, selbstgeschriebene. Mhm. Handgeschriebene Briefe, so ganz lang und bunt ausgemalt und mit irgendwelchen Verzierungen, dass sie uns gerne kennenlernen wollen, laden uns ihre Gemeinde ein. Alles nett, nein, danke, hört bitte auf. Heutzutage muss man ja am Briefkasten so eine lange Liste haben von Sachen, die man nicht haben möchte, ne? Ja. GZ-Briefe zum Beispiel. Bitte keine Rechnung einwerfen, ja. Und so, ja. Schlimm. Ist echt schlimm. Und jetzt reihen sich die Zeugen da auch noch ein. Also, ich weiß nicht die Hintergründe, ja. Ich weiß nur um die ganzen Wortspiele, die natürlich da entstanden sind. Haha, Zeugen, das wird schnell aufgeklärt. Mhm. Tief hängende Früchte werden wir hier nicht pflücken in diesem Podcast, ja. Nicht ganz. Das ist aber ein Armutszeugnis, diese Leute auf diese Art und Weise aus ihrer Sekte zu befreien oder befreien zu wollen. Ja, ich weiß es nicht genau. Warum hat er das gemacht? Der ist traurig gewesen über die Verhältnisse da. Ja? Ich habe nur eine Bildschlagzeile gesehen, als ich vorbeigelaufen bin an einem Laden, irgendwie das Terrormonster oder so, wieder mit einem Bild von dem Täter und so. Ja, also der wieder richtig schön gemacht. Wieder Täter berühmt mal. Ich weiß halt gar nichts über den, finde es auch gut so. Das war jedenfalls. Werde dieses Wissen, was ich habe, auch jetzt an euch so weitergeben. Mhm. Wir geben ja auch nur Anstöße. Wir sagen euch, was passiert ist, dann könnt ihr euch selber reinfuchsen, reinlesen, eure eigene Meinung bilden dazu. Und es war auf jeden Fall ein weißer Deutscher. Aber spannend, natürlich war es. Das muss man jetzt immer sagen. Doch, weil es kommt das Nächste. Denn als die erste Meldung aufkam von der Schießerei in Hamburg, war es, glaube ich. Merkel ist auch ein weißer Deutscher. Ja, das muss man mal sagen. Aber als die erste Meldung kam von der Schießerei in Hamburg, kam direkt wieder so AfD-Politikerin gepostet. Ja, danke Merkel und wir sind so ein Fachkraft und Einzeltäter und so weiter, Einzelfall. Mhm. Bis dann eben rauskam, es war halt ein selber Zeuge Jehova und es war ein weißer Deutscher und dann haben die Schnauze gehalten. Hm. Natürlich.
Ja, aber das gleiche wie immer, also. Hamburg, da ist ja eigentlich immer, die sind doch alle, fahren alle immer nur auf dem Kutter lang. Da ist jetzt endlich mal was los, ne? Endlich mal in Hamburg, ja. Ich wäre fast nach Hamburg gezogen mal tatsächlich. Echt? Hm? Du bist ja geisteskrank. Ich hätte da vielleicht ein Engagement am Theater gehabt, da ist doch nichts draus geworden. Hm. Ja, ich finde, Hamburg ist ganz okay. Ja, wenn man mal durchfährt und mal Hallo sagt, zwischen Alster mal kurz planschen geht. Hm. Aber das war es dann auch irgendwie. Ich habe da nicht so den Bezug zu. Ich war auch nur zweimal dort. Einmal zum, glaube ich, Parteitag von uns, als ich noch bei Die Partei aktiv war. Und ich war noch mal dafür. Bist du jetzt eigentlich bei Die Partei so, wie Leute noch in der Kirche sind? So, aha, eigentlich, aber. Ich bin noch Mitglied, aber ich zahle keinen Beitrag. Muss man da einen Beitrag zahlen? Eigentlich ja, aber es macht fast keiner. Ich weiß nicht, ob das so ein interner ist. Kann man das ist, bei der GEZ auch so handhaben? Oder? Nee, die haben Instanzen, die das kontrollieren, die Mist. Partei eben nicht. Ah, das ist der Fehler. Noch bin ich Mitglied, aber kann sein, dass ich auch mal austrete irgendwann. Mal vielleicht sehen. Müssen wir eine Partei gründen, die zufällig GEZ heißt. Oder die Rundfunkgebühr zum Beispiel. Gute Idee. Und bei Spotify hast du, glaube ich, noch im Text drin, wie Tino Ranacher, Parteipolitiker, können wir gerne rausnehmen. Okay, nehme ich dir raus. Weil ich bin's ja nicht mehr, ich bin ja jetzt ein... Ja, jetzt hast du aber eben was anderes gesagt, du bist da ich schon bin kein drin. Politiker mehr, ich bin Mitglied, nicht jeder, der da drin ist, ist auch ein Politiker, ich bin keiner mehr. Okay, was sind die dann stattdessen? Na, Mitglieder. Naja, gut, was macht man da? Na, auch Oma Jutta kann bei der SPD eintreten, aber ist ja nicht gleich irgendwie Politikerin, ist einfach nur in der Partei drin und oder du bist ja auch in die Fußballer, wenn du jetzt Mitglied im Verein bist von Red Bull, von RB. Ja, aber ab welchem Punkt wird man dann Politiker, wenn man sagt auf der Straße hier, ich gehöre zu denen oder wenn man sagt, wähl mich oder? Ich würde sagen, wenn man irgendwie ein Amt anstrebt, wenn man Wahlkampf betreibt und so, solche Geschichten, ich mache ja gar nichts. Ich bin ja da völlig raus aus dem Ganzen. Hm. Na gut, Tino. Fein raus. Schreibt gerne in die Kommentare, was rein soll. Was bin ich denn jetzt für euch? Bin ich ein Spaghettifresser? Bin ich Turnbeutelvergesser? Hm. Bin ich einfach nur Podcaster mit Leib und Seele? Schreibt's gerne rein. Ja, das schreibe ich jetzt hin in unsere Bio. Tino Ranacher, Podcaster, macht diesen Podcast. Naja, es ist ja wahr, ne? Das ist wahr, aber also, ne? Und schreib Sexualpädagoge rein oder schreib Schauspielen, da bin ich auch nicht mehr so aktiv, ne? Sexualpädagoge ist ja eigentlich, das lockt die Leute wahrscheinlich. Das kann sein. Also denken aber in jeder Folge, dass du hier irgendwie die krassen Trivias auspackst, aber so ist es ja nicht. Wir können gerne eine Rubrik machen, der Sexfakt der Woche oder so. Das mit unseren Rubriken funktioniert ja auch so ja, gut. Ja, wunderbar, ja. Seit dieser Zettel ja von der Wand runtergefallen ist und hinter dem scheiß Schrank liegt, passiert das irgendwie nicht mehr. Ist runtergefallen irgendwie, ja, das stimmt. Aber vielleicht hole ich den einfach mal raus und wir führen das mal wieder ordentlich ein. Es waren halt auch zwischendrin so Sonderfolgen, wo dann irgendwie ich mit Imp gemacht habe oder so oder du irgendwie wieder todkrank warst oder was weiß ich. Stimmt. Und da hat das an der Struktur etwas gekratzt. Aber das ist ja okay, wir sind ja hier ein wandelndes Format. Ja, absolut. Wir sind wie Thomas Gottschalk. Wir pendeln immer hin und her zwischen super, super professionell und super senil. Wir probieren noch. Es sind 200 Folgen sind halt noch so die Einstellungsfolgen, finde ich. Und danach geht es erst richtig geil los. Ja, das stimmt. Wir müssen ja uns erst mal finden. Ja. Also wir sind ja so. Quasi gerade erst mal in Australien. Es können nicht alle Lanz und Brecht sein. Ja, eben. Es können nicht alle Lanz und Brecht sein und sofort geile Folgen hinlegen. Ich habe nicht eine Folge gehört davon, aber... Hm. Die haben aber mittlerweile auch fast 80 oder so. Echt? So viel? Krass. Ja. Aber die holen uns nicht mehr ein. Nee, ich glaube, naja. Wir müssen dranbleiben. Wenn wir beide Podcasts weiterhin das wöchentliche Konzept fahren, ja. Haben die es schwer auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich. Oder die steigen um auf täglich oder so, oder stündlich. Hm. Oder machen so wie du und Herr Ruhl das im Podumcast und machen einfach mal jetzt ist Folge 60 bis 105 oder so. Ja. Naja, gut. Können wir jetzt auf jeden Fall abschließend sagen, Leute umbringen ist immer noch nicht cool. Ist noch gar nicht cool. Wird auch wahrscheinlich nie in Mode kommen, sag ich mal, oder? Nicht, wird das nicht so ein, wirklich. Wird das so ein Revival haben? Es gab es ja im Mittelalter, war das eigentlich gang und gäbe so. Da hat man gesagt, ach, der Herr Ritter hat heute wieder 5 Leute umgebracht. Cool, cool. Den drucken wir in der Bravo. Ja, man glaubt halt, dass die Terroranschläge dass sie mehr werden auf der Welt. Aber ich habe mal einen Artikel gelesen, dass sie weniger werden, Terroranschläge, im Vergleich zu den 70er, 60er Jahren. Dass wir aber davon mehr mitbekommen, dass die sozialen Medien und so das viel mehr aufpeitschen und aufnehmen und so. Die Zahlen sind wohl weniger. Es sterben weniger Menschen an Terror, habe ich gelesen. Generell sind wir ja nach wie vor irgendwie das sicherste Jahrzehnt seit Menschen bestehen. Ja, auch wenn es sich natürlich nicht so anfühlt. Wird sich jetzt geändert haben, ein bisschen durch den Ukraine-Krieg, ne, und durch diese ganzen Atomdrohungen und so weiter. Wird sich langsam wieder ändern. Ja.
Weiß ich nicht, ob das, also es geht hier natürlich um Durchschnittswerte, ne? Ja, keine Frage. Das untergräbt ja auch völlig die benannten AIDS-Kinder, die da gerade im Sterben liegen, die man immer so schön ranholt. Also, es ist einfach ein Evergreen. Meine Mutter damals schon, ey, iss dein Essen aus, sonst schicke ich es zu den AIDS-Kindern. Hat sie so natürlich nicht gesagt, aber du weißt, wie ich es meine, ne? Die Kinder in Afrika könnten den Teller noch essen, so. Das ist irgendwie, das zieht sich einfach durch mein Leben. Es tut mir leid. Ja, aber so auch keine Erziehung. Also ich als Pädagoge habe das ja so ein bisschen gelernt. Ne? Mhm. Soll man Kindern nicht sagen, iss dein Teller auf, sonst darfst du nicht aufstehen. Und Kindern in Afrika geht es schlechter als dir. Essen soll immer eine schöne Erfahrung, eine positive Erfahrung bleiben für Kinder. Deswegen sie niemals zum Essen zwingen. Auch mal sagen, okay, dann isst du eben jetzt mal nicht so. Iss später was oder iss eben nicht auf. Soll okay sein. Wenn du die Kinder zwingst zum Aufessen, dann essen die noch weniger gerne und essen noch weniger. Essgestört. Werden kann passieren tatsächlich. Ja, was ist denn das auch? Ich verstehe das Konzept nicht. Also klar, an sich muss das Kind Nährstoffe zu sich nehmen, aber in der Regel ist es ja, wenn es Hunger hat. Und wenn es halt keinen Hunger hat, hat es halt keinen Hunger, weil es schon gegessen hat in irgendeiner Form. Man kann es eben auch dazu erziehen, dass es halt auf sein eigenes Hungergefühl achtet, ne? Ja, gut, dass wir das aus dieser ganzen Zeugendebatte jetzt rausziehen konnten, dass das Voll. Kind eine gesunde Ernährung braucht. Apropos rausziehen, Sexfakt der Woche, ja. Den füge ich heute ein. Liebe Leute, ich gebe mal was ganz Basices für euch mit und ich versuche jede Woche einen Sexfakt rauszupacken. Und zwar, wir hatten gerade von AIDS und HIV, ne? Mhm. Ihr wisst ja, HIV ist ja der Virus, AIDS ist ja die Erkrankung, wenn das Immunsystem zerstört ist und man an Erkrankungen stirbt, die eigentlich nichtig sein sollten für eine Person mit normalem Immunsystem. Aber Menschen, die heutzutage HIV haben, sind unter Therapie nicht mehr infektiös. Mhm. Die kriegen Medikamente und werden, wenn die erfolgreich ist, die Therapie, können die niemanden anstecken. Im Alltag sowieso nicht. Ihr könnt jemanden ablecken von oben bis unten. Könnt Geschirr teilen. Kann nichts passieren. Geschirr teilen? War das überhaupt mal möglich, dass man sich so... Nee, aber denken Menschen. Menschen denken, dass wenn man irgendwie einen HIV-Positiven sieht und der hat irgendwann teilt sich Besteck, Geschirr, leckt ihn irgendwie ab, wird man AIDS-krank. Ja, nee. Ist nicht so. Man kann Sex nur HIV beim Sex bekommen und bei Blutaustausch so. Also wenn man die so duckelt wie Pokémon-Karten. Genau, so ey, Spritzbesteck. Ach ja, guck mal, und ja, ich habe hier so ein bisschen B-positiv. Also ich habe Blutgruppe 0. Ach geil, hier, nimm. Ach, danke. Fairer Tausch, muss ich sagen. und man kann, wenn man unter Therapie ist, niemand mehr anstecken, auch beim Sex. Man kann auch auf das Kondom verzichten. Wenn eine Person HIV-positiv ist, aber unter Therapie, kann nichts passieren. Mensch, Tino, da habt ihr ja richtig Durchbrüche gemacht. Wann halten ihr jetzt endlich mal Krebs? Das ist nicht meine Baustelle. Ich bin Sexualpädagoge und nicht Krebspädagoge. Mist. Schade. Das war das. Das sind die falschen Leute auf diesem Krebsthema, glaube ich. Das war der Sexfakt der Woche. So. Schön. Ich dachte bei rausziehen, dass du jetzt sagst, Coitus interruptus ist nicht so safe. Dass nee, das jetzt als Basic Fact kommt. Nee, Verschwangerschaftsverhütung sowieso nicht. Nee. Na gut. Rausziehen ist keine Verhütungsmethode, liebe Leute. Okay. Verringert das Risiko für eine Schwangerschaft, aber ist das nicht gut. Was wir nicht rausziehen, sondern uns reinziehen, ist natürlich The Last of Us, weil Absolut. Ich Tino seit Wochen damit pressure und bald ist es soweit, wenn er endlich mal Gotham durchgeschaut hat. Noch 3 Staffeln. Ach du Scheiße, das ist also so viel. Wir gucken jeden Abend 3 Folgen oder so, das schaffen wir auf jeden Fall. Ich werde dich jedes Mal weiter hier piesacken, dass du das endlich schaust, denn diesen Sonntag, sprich heute Nacht, kommt eine allerletzte Folge der aktuellen ersten Staffel, die diese Geschichte auch weitestgehend abschließen wird. Es wird natürlich noch eine zweite und dritte Staffel geben, aber innerhalb dieses Vakuums erste Staffel wird eine Geschichte zu Ende erzählt und deswegen empfehle ich das auch so vielen Leuten. Ich mag es nicht, Serien in der ersten Staffel so sehr zu empfehlen, wenn man weiß, okay, da ist dann halt ein offenes Ende und dann muss man ja warten, bevor es weitergeht oder noch länger. Das finde ich kacke. Aber ich kann guten Gewissens sagen, ey, guckt euch das mal an. Und der Hype ist real. Die letzte Folge hat auch wieder eine Durchschnittsbewertung von 9,4 von 10, was sehr hoch ist, Tino. Ohne Frauen, die atmen. Schön. Und deswegen, Tino, halte die Augen auf, wenn dir irgendwann mal so Pilzwesen auf die Leinwand kommen. Absolut. Da musst du hinschauen. Also ich kann nur euch Gotham empfehlen. Es ist schon eine ältere Serie, bestimmt schon jetzt vor 5 Jahren abgeschlossen oder so, noch länger. Aber die ist richtig toll, wenn ihr keine Comic-Fans seid. Es ist eher eine Krimiserie, die langsam den Zuschauenden in diese Comic-Welt reinzieht. Und das ist erst echt nur so wie eine Krimiserie, wo halt so Fälle ermittelt werden. Da geht es ja um Gordon, oder? Um James Gordon, genau.
und sein Partner Harvey Bullock. Und auch Harvey Dent taucht auf, so als Anwalt. Also richtig cool. Das sind quasi die Figuren, die man aus den Comics kennt, nur eben noch in jung, die gerade so in den Beruf einsteigen. Und Bruce Wayne als Batman ist halt noch ein Kind. Ich wollte gerade sagen, warum wird denn hier Batman von so einem Willi gespielt? Das ist der alte junge Bruce Wayne. Da geht es halt eher darum, darum geht, wie er zu Batman wird. Sehr langsam und den Mord an seine Eltern aufklären will und so mit James Gordon zusammen. Und dann kommen immer mehr langsam auch die Bösewichte dazu, die auch ein bisschen übernatürlich sind. Heißt der aber wirklich, also der heißt normalerweise Jim Gordon, oder ist das eine James, Abkürzung? Nee, James Jim Gordon, das ist ja irgendwie so. Das Allerdümmste ist, wenn man William heißt und Bill abgekürzt wird statt Will. Stimmt, oder Da merke ich immer, die Amis sind völlig degeneriert. Oder Robert wird zu Bob zum Beispiel, aber ja. Ich habe auch nie verstanden. Ganz dumm. Bei Scrubs Bob Kelso heißt eigentlich Robert Kelso, habe ich nicht gewusst. Tja. Gotham, geile Serie, kann ich nur empfehlen. Ich habe es schon zu Ende geschaut und ich finde es auch, die hat auch die Qualität, die ist konstant. Moment, du hast es schon zu Ende geschaut? Ja, Mio kennt es halt nicht. Ach so. Tino. Ja, er hat mir Game of Thrones gezeigt. Ist okay. Und ich zeige ihm jetzt Gotham. Und dann zeigt ihr euch beide gegenseitig eure Genitalien und... Das auch gelegen. Last of Us. Und Last of Us. Gut. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, Last of Us, letzte Folge, das Internet ist gespannt, ist wirklich, ich habe dir das ja neulich geschickt irgendwie, 30 Millionen Zuschauer, was irgendwie Staffel 7 von Game of Thrones war auf einem absoluten Hype, also durchschnittlich das ist halt super unprecedented, unprecedented. Es gibt keinen Präzedenzfall, dass das in der ersten Staffel von der Serie so abgeht. Und halt auch von Folge zu Folge die Zahlen mehr werden statt weniger. Insane. Was ja weird ist, wer steigt mitten in der Serie ein? Eigentlich müssten die das ja auch nachholen. Ja, vielleicht sind das Leute, die irgendwie bei anderen das zusammengeguckt haben und dann sich entscheiden, alleine weiterzugucken. Ah, oder so. Oder erst Piraterie betrieben haben und dann doch aufgrund von Qualität oder was auch immer auf offizielle Wege umsteigen. Und das ist ja auch noch so, die Dunkelziffer, ja, die kennt man ja gar nicht. Stimmt. Wie viele Piraten flattern da gerade durch den Ozean. Vielleicht viel zu viele. Vielleicht haben schon 2 Milliarden Leute diese Serie gesehen und man weiß es noch nicht. Stimmt. Naja, gut, aber auf diesem Wege möchte ich noch eine andere Serie empfehlen, die nämlich jetzt gerade in Begriff ist, beendet zu werden, endlich mal. Und das ist Attack on Titan. Neben Death Note der beste Anime, den ich je gesehen habe. Jedoch kommt dies von einer Perspektive eines Menschen, der nicht so viele Anime gesehen hat. Mhm. Also es gibt da draußen bestimmt noch ganz andere tolle Sachen. Aber Attack on Titan und Death Note halte ich schon für die absolute Speerspitze. Hast du Death Note wirklich die Anime-Serie geschaut? Natürlich. Oder hast du die Realverfilmung geschaut? Nee, ganz schlimm ist das, habe ich gehört. Ich habe die Realverfilmung geschaut, aber die japanische, glaube ich, war das. Ja, es gibt 2 verschiedene, aber diese beiden kenne ich nicht so gut. Und die haben ja aus 2 Teilen 3 Teile gemacht, ne, noch irgendwie L Comeback oder so. Der war ein bisschen komisch, aber die ersten beiden Teile waren richtig cool, haben mir gefallen. Nee, also die Serie kann man schon auch so ganz normal gucken, weil es sind auch nur 60 Folgen oder so. Das guckt sich relativ schnell weg. Das sind ja immer nur 20 Minuten bei Gotham, was wahrscheinlich irgendwie das 40 Minuten immer haben. Ungefähr, genau. Ja, und deswegen, das geht relativ schnell. Das kriegst du an 2, 3 Abenden, hast du das durchgeguckt. So. Ja, auf jeden Fall Attack on Titan, darum geht es eigentlich. Ein absolutes Epos über Titanen, ja. Das ist auch ein Übersetzungsfehler, so ein bisschen beim Englischen übrigens, weil Attack on Titan klingt da so ein bisschen komisch. Attack es geht Titan. Eigentlich um den Angriff. Pop-Titan, Dieter Bohlen. Ja, ich hasse dieses Wort, Alter. Pop-Titan. Das Wort hat der einfach sich ausgedacht und alle haben es übernommen. Ja, das ist er ja irgendwie auch. Ne, weil er, was ist denn ein Pop-Titan? Ja, weil er hat ja sehr Billo-Musik gemacht und hat damit Millionen gescheffelt. So, das ist schon. Also Popmusik ist ja irgendwie auch Musik, die popkulturell, also die sehr populär ist, ne, die jeden anspricht. Hat er ja zweifelsohne geschafft. Ich finde die Musik nicht unbedingt gut, aber man kann die auch ironisch sehr gut hören. Und er hat es nun mal geschafft, Millionen zu machen auf die Weise und es ist schon irgendwie gerechtfertigt. Zeig mir deinen Dr. Mabusen, du Luder. Dr. Mabuse, Blue System, Banger, sage ich dir. Naja, wie dem auch sei, Attack on Titan ist jetzt im Begriff beendet zu werden mit der letzten Staffel. Aber ich finde das so ein bisschen confusing, immer wenn ich danach gucke. Man sieht das irgendwie nicht so ganz klar, wo ist das jetzt? Es ist auch so ganz komisch gemacht. Erste Staffel, zweite Staffel, dritte Staffel, vierte Staffel, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil, letzter Teil. Ganz komisch, so richtig in die Länge gezogen. Und jetzt passiert das. Ich glaube irgendwie
wenn ich es richtig verstanden habe, wie gesagt, das ist für mich irgendwie ein bisschen undurchsichtig. Ich glaube, am 1. Mai ist es dann offiziell beendet oder so. Ich bin auf jeden Fall gehypt, habe weitestgehend alles gesehen bis zum großen Finale. Und worum geht es da ganz kurz, so die Synapsis? Es gibt eine Stadt, eine letzte große Bastion der Menschheit. Die ist so kreisrund angeordnet, aber halt verschiedene Kreise. Das zieht sich auch über 100 Kilometer oder so. Also ne, das ist so die letzte Bastion. Und außerhalb dieser Stadt gibt es Titanen, riesige Riesen, die alle sehr komisch aussehen. Du kennst vielleicht diese Videos, wo Leute sich so eine 360-Kamera in den Mund stecken und dann so rumlaufen. Ja. Ja, und das ist immer diese Perspektive, die die Titanen haben. Das ist, die sind halt so richtig creepy dargestellt, sag ich mal. Mhm. Und das ist halt einfach so eine übertriebene Epik. Der Soundtrack, der knallt dir alles weg, Alter. Und dann haben die auch noch so geile Gadgets, weil um Titanen zu bekämpfen, kannst du nicht auf dem Boden rumstehen. Die haben Inspector da so eine Art Gadget. 3D-Flugmanöver-Apparate oder so heißen die. Total super slickes Wort, wenn du mich fragst. Aber die fliegen halt damit nicht so wirklich, sondern machen so Spider-Man-mäßig so aus der Hüfte schießen die so Kabel. Und es ist einfach, diese ganze Welt ist so geil ausgedacht, das ergibt alles Sinn. Und dann gibt es natürlich wieder 1000 Verstrickungen und alle 5 Folgen kommt ein neuer Twist und denkst so, ach scheiße, so ist das eigentlich? Und der ist jetzt mit dem und das? Ach du Kacke. Mhm. Und das ist ein bisschen so too much, aber ich genieße es. Es ist nicht, dass man sagt, okay, das ist dumm, sondern dann sagt man, okay, alles klar, here we go, geil. So dieses. Klingt spannend. Ja. Wo kann man die sehen, die Serie? Auf den 7 Weltmeeren. Okay, verstehe. Alles nein, gut. Bei Crunchyroll zum Beispiel. Da kann man sich anmelden und das ist ganz schön da. Bestimmt. Nein, es gibt schon ein paar Portale. Ich glaube auch auf Pro7 Max oder wie das heißt, läuft das jetzt. Und aber halt verzögert. Ne? Da fängt jetzt, glaube ich, die 4. Staffel an. Mhm. Und ja, ich kenne das nur, also ich so. Kenne hier Attack on Titans nur als Titel vom Lesen her, aber ich habe es noch nie gesehen. So geil, Alter, allein dieses Intro. Nicht gehört, leider. Obwohl ich ein riesen Anime-Intro-Fan bin. Ich habe ja auch diese CDs gehört ohne Ende. Hier Anime-Hits 1 bis 5 und so. Und Dragon Ball-Soundtrack und Pokémon-Soundtrack. Da habe ich als Kind getanzt in meinem Zimmer. Echt, der Boden hat gewackelt. Ohne Scheiß. Und ich habe ich war auch ein übelster Nerd und wusste, wer alles gesungen hat. Das Pokémon-Intro hier, schnappst du dir alles, von Noel Pix. Das ist der Gitarrist von Eisbrecher und so. Mhm. Der Sänger von Eisbrecher hat den Poké-Rap noch gesungen, die Verstrickung und so. Fred Rötscher ist der Dragon Ball-Sänger. Übelst geil. Fred Rötscher, der hat auch so ziemlich jeden Song gemacht. Irgendwie, hat ne? viele gemacht. Oder Frank Schindel, ja, die zwei. Digimon, genau. Die Big Two sind das. Das sind die Markus Lanz und Richard David Brechts der Musikgeschichte. Und die haben nie richtig Musik gemacht. Also es gibt von ihnen echt fast nur diese Anime-Intros. Aber die haben nie irgendwie eigene Projekte mal gemacht. Ich weiß, dass Fred Rötscher wohl bei Musicals gespielt hat. Aber ich habe nie rausgefunden, wo der mal spielt. Und es ist doch, die sind auch jetzt auch schon alt, ne? Und ich will, dass die immer wieder irgendwie Musik machen. Ich will nicht, dass die sterben und ich von denen nichts Neues mal höre. Ich will nicht, dass die sterben. Na, guck mal, diese ganzen Frank Schindels und so und Fred Rötschers, die haben so geile Stimmen und, oder wie heißt diese Ruth Kirchner, die singen alle so geil und die haben nie richtig krass Musik gemacht. Tina Frank und so. Der sollte mal eine Frau Lena Kinder oder so heißen, dann hieß er ja Frank Kinderschindel. Ja, witzig, ja. Und das ist so, und es gab uns, das Studio, was das produziert hat, also die Songs produziert hat, hieß Arts of Toyko oder Toyso. Und der Chef davon war Andy Knote. Und der wollte halt auch, es gab eine Petition online, der wollte halt ein Revival-Konzert machen mit allen Anime-Sängerinnen und Sängern. Und hat gesagt, wenn ihr diese 10.000 Unterschriften schafft, werde ich anfangen, das zu organisieren und die ersten Hebel betätigen. Und die Petition wurde unterschrieben, 10.000-fach und noch mehr. Es ist nie was passiert. Schwein. Echt richtig schade. Das ist ein Schwein. Muss man sagen. Versprechen machen, das ist asozial. Ich hoffe, bei diesem Revival-Konzert von diesen ganzen Leuten ist dann auch die nette Frau dabei, die den Mimi-Song bei Digimon gesungen hat. Ich geb die Hoffnung nicht auf, dass alles wieder so das wird. Das ist so finster, das Lied, Alter. Ich mag das. Es ist aber scheiße. Also muss man, ich find's auch in seiner Scheißigkeit witzig, aber es ist absolute Scheiße. Das sollte ja auch so ein Popliedchen sein in der Serie. Das war ja eine Folge, wo diese Mimi irgendwie ein König aufwecken sollte mit schönem Gesang. Ja, sehr schön gemacht. Und sie aber diese ganzen Trolle oder diese Digimon ausnutzt, damit sie diesen Song singt. Und ich singe den Song nur, wenn ihr mich jetzt irgendwie
weiß nicht, badet, putzt und so und mir Essen macht. Der nämlich richtig durchrödelt. So ist es. Ja, ich wollte nur sagen, diese Frank Schindels und Fred Rötschers, ich weiß nicht, wer von denen, aber die singen halt immer so, ah ja, so gut, ah ja, du musst allein am besten sein. Die haben immer dieses ganz Coole. Naja, es ist ja auch so gedacht, und so expressionistisch, weil es soll ja auch ein Anime-Intro sein. Und naja, und vor allem soll es halt die so kleinen Boys ansprechen. Es muss halt schon so, ja, du bist der Held, du bist der Beste, unbesiegbar. Ja, ich sag ja auch, das hat ja auch bei mir funktioniert. Ich hatte damals die beiden Dragon Ball CDs, da gab es ja volle Alben, wo dann die sich irgendwelche Lieder ausgedacht haben. 7 ist unsere Zahl. Und ja, ich habe mich richtig cool gefühlt. Spiel damals mit deiner Macht und so. Das sind alles so richtig geile Songs. Ja, aber was noch geiler ist, ist dieses Intro hier. Das ist doch deins. Cool. Das ist doch wie eine Oper, ist das. Episch. Ja. Oh, krieg ich direkt wieder Bock. Aber wir haben uns da jetzt zu lange bei aufgehalten. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die passiert sind, die da wären, Tino. Die da wären. Es gab der... Ich brauche eine Überleitung, eine schöne. Was auch gerne überleitet, ist ein Gerät neben den Straßen, wo Strom durchfließt. Eine Überleitung. Oder? Ah, schön. Ja. Und ähnlich verwirrt war ich manchmal vom Drachenlord. Oh, stimmt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ja, der war in unserer Nachbarstadt, Jena. Ne? Ja, die irgendwie gerade in aller Munde ist, weil da Pferde gefickt werden oder sowas. Was nicht im Zusammenhang steht mit Drachenlord wahrscheinlich, ne? Hm. Und jedenfalls soll der Drachenlord rein, dass sich da aufgehalten haben und wurde wohl laut eines Zeitungsberichtes von einem Menschen angesprochen, ob er ihn fotografieren darf. Und Rainer sagte, nee, will ich nicht. Und soll sich laut Artikel auch sehr deeskaliert verhalten haben. Lass mich in Ruhe, ich drehe mich jetzt weg von dir, ich will kein Foto mit dir machen. Das muss wohl trotzdem so eskaliert sein durch den anderen, dass er den armen Rainer verprügelt hat. Ja, das ist halt, die Leute gehen doch da schon hin, um Stress zu machen. Und das ist halt so dumm, weißt du? Klar ist dumm. Klar kann man sagen, hier der Rainer, das ist nicht der Lupenrainer. Das ist, der hat viel Scheiße gebaut. Aber wenn du da hingehst und bewusst da hingehst und willst den jetzt abfacken, dann bist du halt der Assi und nicht er, ganz klar. Sag ich doch, dann bist du das größere Opfer als er, das überhaupt sein könnte, so. Ja, also es gab wohl Raufhände und Schläge. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, also so habe ich es nicht verstanden, dass er da irgendwie halb tot geprügelt wurde, sondern halt mehr so, irgendwie hat der Rainer ihm aus Versehen oder mehr oder weniger aus Versehen das Handy aus der Hand geschlagen, so von wegen, lass mich jetzt in Ruhe. Also so Richtung Handy halt ausgeholt. Und dabei was ich verstehen kann. Ja, ja, absolut. Und dabei ist es dann quasi eskaliert. Irgendwie Anzeige oder sowas gibt es jetzt scheinbar nicht, stand dann im Artikel. Anzeige ist raus. Die Anzeige bleibt drin. Oder auch drin, bleibt drin. Ja. Die bleibt drin. Aber was macht der denn Jena? Im Paradies war der. Ja, aber ich muss sagen, Thüringen wird immer mehr zur YouTuber-Gegend. Ne? Das ist schon heftig. Weimar-Dera. Vielleicht wohnt ja auch Drachenlord inzwischen in Jena. Möglich. Oder jetzt sind auch Schöndorf vielleicht. Wohnsitz, der hat doch irgendwie einen Wohnwagen oder was hat er jetzt? Ich bin leider da gar nicht. Er hatte doch mal so, sich so einen Truck gekauft, so einen kleinen, der ihm aber wieder weggenommen worden ist. Okay. Also Drachenlord kommt gerne nach Weimar-Schöndorf. Das wäre so deine neue Drachenschanze. Ja, da musst nicht mal was machen. Das ist jetzt schon eine Schanze. Ist schon eine Schanze. Naja, was auch eine Chance hat, noch weiter viral zu gehen, ist Presidential Tier Videos. Die will ich hier erwähnen. Es gab kein besonderes Ereignis diese Woche, aber so die letzten Wochen sind die sehr hart gehypt worden. Und es ist spätestens jetzt mal Zeit, die zu erwähnen. Auch weil ich sie gerne konsumiere, aber weil das auch einfach ein krasser Internet-Hype gerade ist. Also künstliche Intelligenz lässt Präsidenten miteinander sprechen und Tierlisten erstellen. Nicht geht es hier um animalische Gelüste, sondern es geht um Rankings von zum Beispiel Videospielen oder Präsidenten an sich und dann sind die quasi alle immer in einem fiktiven Discord-Call und beefen sich da immer so ein bisschen an, aber so wie das halt Freunde machen. Und ich möchte das hier besonders erwähnen, weil in mir das halt dieses Gefühl erweckt, so ein ganz komisches, und ich habe das auch in den Kommentaren ein paar Mal gelesen, so dieses Gefühl von, wie könnte die Welt sein, wenn alles in Ordnung wäre. Weißt du, diese Leute, also das sind dann Obama, Trump und Joe Biden. In der Regel sind auch manchmal ein paar andere dabei, aber das sind so die drei Großen, die sich halt so gegenseitig flachsen, schon sich dissen, aber halt so wie Kumpels das halt machen. Und dann fühlt sich das an, so könnte es in einem Paralleluniversum sein, wo du nicht Angst haben musst, der Trump hat jetzt irgendwie einen roten Knopf, wo er jederzeit draufdrückt, sondern
die smacktalken sich halt. Und das ist so ein angenehmes Gefühl irgendwie, so eine Flucht aus dem Alltag, nachdem man ja jetzt irgendwie 6, 7 Jahre Stress und Sorgen und vielleicht auch einfach mal Angst tatsächlich hatte, weil irgendein Trump oder so an der Macht war. Da ist das irgendwie sehr therapeutisch. Wäre das nicht cool, wenn wir den Podcast aus dem Brennpunkt einfach Manuskripten könnten, was wir so sagen als Dialogbuch, dann auf Englisch übersetzen und durch KI, dass du von Obama und nicht von Trump gesprochen wirst. Sicher möglich. Wäre das nicht ein übelster geiler Podcast? Schon. Da hätte ich ja richtig Lust drauf. Doch. Also ich weiß noch nicht, wie man sich da ranwagt, aber ich habe auch noch nicht nachgegoogelt und inwiefern das irgendwie große Rechenleistung oder sonst was braucht. Aber also muss man dazu sagen, was die da als Tierlist besprechen, ist natürlich auch geskriptet. Das ist nicht die KI, die sich das selber ausdenkt. Wobei jetzt so viele Videos, die es davon gibt, normalerweise müsste jetzt wahrscheinlich eine gute Datenbank da sein, damit eine KI das auch selber hinkriegen könnte. Aber du merkst schon, dass es halt von Menschen sich mit Plan ausgedacht wurde und das macht es auch auf jeden Fall besser erstmal aktuell noch. So, da sind dann halt auch ganz bewusste geile Punchlines gesetzt und so. Egal. Möglich ist es auf jeden Fall, was du da dir denkst. Da brauchen wir irgendwann gar nichts mehr machen. Da speisen wir nur die Themen ein. Das wäre toll. Das wäre so toll. Mach einfach hier mein Facebook, hier meine Links speichern, dann liest du das automatisch aus und dann mach dir einen eigenen Podcast raus. Und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, weil ich sehe immer nur solche ganz krassen KI-Geschichten. Weiß nicht, wie ich das auch machen kann. Also ich habe nur gesehen, dieses DALL-E, wo du halt irgendwie Prompt eingibst, so Donald Trump auf dem fliegenden Schwein, der eine Pizza isst, so. Ja. Da kommt dann so ein hässliches Bild raus, das meistens ganz furchtbar aussieht. Aber andere haben übelst geile Bilder daraus geschaffen. Und es gibt ja auch so irgendwie Michael Jacksons Billie Jean, aber jede Zeile ist ein KI-Bild generiert. Mhm. Die sehen immer so geil aus, die Bilder, so richtig wie Fotos oder wie Animationen. Wenn ich jetzt aber versuche, durch dieses DALL-E und so weiter, kommt nur Kacke raus. Ich glaube, das ist halt nicht eins von den Geilen. Also das, was ich habe, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, da gibt es den Neural Blender. Mhm. Das, also wenn du da den Phoebe, also Phoebe Blend machst, dann sehen die Bilder eigentlich immer geil aus. Und den kannst du auch kostenlos verwenden. Und was wollte ich sagen? Im Zuge dessen gab es aber auch ein Skript, was so ein bisschen eine abgewandelte Variante aus einem Metal Gear Solid Spiel ist, was ja eine große Leidenschaft von mir ist. Und da hat Kojima, der Visionär des 21. Jahrhunderts, hat damals schon, das Spiel kam 2002 oder 2003 raus, ich bin mir da nicht so ganz sicher, der hat damals schon quasi diese ganze Meme-Kultur und so, das hat er alles schon gecallt. Es gibt da so einen ganz berühmten, so ein Codec-Gespräch, wo die Hauptfigur des Spiels mit dem Oberst, ist jetzt leider ein Spoiler, aber das Spiel ist 20 Jahre alt, mit dem Oberst, der quasi Befehlsgeber ist, so an der Funke, ey, ja, du musst jetzt das und das machen, stellt sich raus, das ist eine KI eigentlich. Und der verrät dann quasi den Masterplan, die KI hat, um die Menschheit zu kontrollieren. Und das wurde so ein bisschen genommen, umgeschrieben und ist auch viral gegangen als Video, dieses, also quasi als Konzept, dass die Regierung bewusst diese KI-Technologie jetzt auf die normalen Menschen loslässt, dass sie sich damit austoben können, um dann aber später, also die erstellen dadurch jetzt ein Problem, nämlich dass du irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst, was ist User-Generated KI-Content und was ist echt. Dieses Problem wird quasi jetzt gepusht, um dann hinterher eine Lösung für dieses Problem anzubieten seitens der Regierung oder den Fädenziehenden dahinter. Und zwar, dass man sich online nur identifizieren kann, also dass alle quasi online bekannt sind, um die absolute Informationskontrolle sozusagen über Misinformation und Disinformation. Und das ist so, so gut gemacht und scary und mindblowing gleichzeitig, dieses Video. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie es heißt, aber irgendwas, Metal Gear Codec, KI, AI, is calling, Masterplan, irgend sowas, ja. Mega gut, mega interessante Science Fiction. Or is it? Vielleicht ist es auch einfach Science Reality. Vielleicht wäre ja auch so sinnvoll wie eine zweite Internet-Ebene. Ne? Einmal gibt es so dieses Freie, aber dann auch dieses Verification-Internet oder so, wo du nur reinkommst mit deinem Ausweis und so, wenn du dich verifizierst. Und die Dinge, die dann da passieren, die da hin und her geschickt werden,
Die sind auf jeden Fall dann klar und keine Fakes oder so. Woher willst du das halt wissen? Also du weißt, wo es herkommt, aber ob es echt ist oder nicht, weißt du halt auch. Aber es reicht schon zu wissen, wo es herkommt, ne? Also gerade wenn irgendwelche russischen Bots irgendwelche Sachen fälschen würden, so. Nein, dieses zweite Internet, da müssen sich die russischen Bots dann per Namen anmelden. Naja, es sind dann keine Bots mehr, es sind dann halt echte Menschen. Hallo, ich bin Wladimir Russin-Bot. Dann müsst aber ihren echten Namen hergeben und dann siehst du ja, dann wirst du nachvollziehen können müssen, wo das herkommt, dann kannst du auch sagen, okay, es kommt gar nicht von der russischen Regierung oder von irgendwas anderes, sondern es ist irgendwie von externen. Und dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ein Fake ist oder so. Vielleicht ist es auch nur eine Idee von mir. Ich bin jetzt kein Zukunftswissenschaftler. Ich bin in sowas echt nicht gut. Aber das kann ich mir vorstellen, dass man das eben so handhaben könnte. Naja gut, wer sich übrigens dafür interessiert und gerade Metal Gear Solid 2 vielleicht auch kennt oder kennenlernen möchte, aber muss eigentlich gar nicht. Ich kann an dieser Stelle nicht zu wenig das Video von Super Bunny Hop empfehlen über Metal Gear Solid 2. Das ist einfach überragend. Man muss das Spiel, glaube ich, auch nicht unbedingt gespielt haben, aber das nimmt da halt sehr, sehr ausführlich dieses Konzept von Kojima auseinander, wie er quasi gecallt hat mit dieser ganzen Meme-Kultur. Also innerhalb des Spiels. Es ist für mich echt schwer zusammenzufassen, aber KIs, die innerhalb des Spiels bereits schon alles steuern, lassen quasi oder fördern jedwede Form von Meme-Kultur, um darüber die Menschheit zu kontrollieren, mehr oder weniger. Ganz grob zusammengefasst, also wirklich ganz grob. Und das ist so ein 45-Minuten-Video, was da so ein Deep Dive macht. Hört es euch an, guckt es euch an, kann ich nur empfehlen. Wir gehen mal zu einem anderen Thema, bevor wir uns da zu lange aufhalten. Denn das Internet wurde von einem anderen Meme auseinandergebrochen, längster Quere. Und zwar Keanu Reeves hat ein Ask Me Anything gemacht, Tino. Und das ist direkt in dieser Woche auf den 6. hochgevotetsten Post of all time bei Reddit gegangen. Ja. Krass, krass. Und das, obwohl es eigentlich nur mehr oder weniger Promo für John Wick 4 ist. Ich weiß nicht, ob du die John Wick-Reihe kennst, aber du weißt, dass sie existiert. Ja. Immerhin. Ich muss sagen, ich kann auch so nicht ganz die ganzen Teile auseinanderhalten, weil das ist für mich so eins. Ich glaube, der dritte Teil war das. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der Teil war, wo Halle Berry mit Hunden kämpft. Oder ob das der zweite war. Die Filme sind alle cool, aber das ist halt so ein Flow, sage ich mal. Aber ich habe die auch noch nicht so irgendwie fünfmal geguckt. Ich habe vielleicht einen davon zweimal gesehen, die anderen einmal. Mhm. So. Und da kommt aber jetzt der vierte, das wird der längste von allen. Keanu Reeves ist mittlerweile 60 oder fast 60. Sieht noch nicht so aus, hat noch Bock, macht auch noch 20 Teile, wenn die Leute wollen, hat er gesagt. Und ist wohl der krasseste von allen, aber das ist natürlich auch Marketing, bla bla wahrscheinlich. Aber genau 22 macht er jetzt noch, ne, hat er gesagt. Genau. Okay. Nee, aber ich freue mich, dass er da so, das ist ja so ein allgemeiner, ich habe ihn auch auf dem Titelblatt von irgendeiner Zeitung gesehen, war ich einmal kurz beim Bahnhof und da stand auf dem Titelblatt, die gute Seele, der nette Mensch, was macht ihn, so viele Schicksalsschläge musste er erleiden, deswegen hat er so eine gute Seele und so. Also der ist echt everybody's darling, was jetzt nicht verwundert, dass dann halt sein Ask Me Anything, wo er Fragen beantwortet von Nutzern, so krass hochgevotet wurde und so einen Hype generiert hat. John Wick 4 werde ich bestimmt früher oder später sehen, aber so richtig gehypt bin ich gerade doch nicht. Aber ich werde es mir mal anschauen, glaube ich, weil ich habe das schon öfter gehört und wenn Halle Berry da mit irgendwelchen Hunden kämpft, das würde ich auf jeden Fall mir angucken. Ja, wie gesagt, das ist glaube ich erst im dritten Teil. Die Prämisse vom ersten Teil ist ja hinlänglich bekannt. Er ist ein Auftragsmörder, der glaube ich im Ruhestand ist, ursprünglich schon. Dann wird sein Hund aber umgebracht, das passiert in den ersten Minuten. Oh nein, und dann geht er auf Rachefeldzug, so, das ist die Story. Ja, das ist aber auch scheiße, wenn es um Hunde geht. Wenn Menschen in Filmen sterben, easy peasy, aber wenn Tiere sterben, dann bin ich raus. Aber wo keine Tiere sterben, hat eine Studie herausgefunden, ist bei Windrädern. Denn es gibt ja immer so dieses Argument, Windräder, die machen aber die Vögel alle kaputt. Nee, Leute, es kam eine Studie von, oh Gott, das habe ich wieder keine Quelle aufgeschrieben, aber eine Seite, die heißt Gute Nachricht. Quelle, Facebook, Fanpage. Kein AfD im alten Land. Und zwar, Kulturblätter stellen keine Gefahr dar. In 2 Jahren kein totes Tier. Studie belegt, Vögel können um Windräder einfach herumfliegen. Und haben sie wohl auch geguckt, was so darum herum liegt und so. Und es gab es einfach nicht. Dieses Argument war von Anfang an Schwachsinn. Also, wer das ernst nimmt, es geht ja auch alleine um Verhältnismäßigkeit. Wenn man, also wie viele Leute, wie auf lange Sicht gesehen, wie viele Tiere sterben aus durch fossile Brennstoffe, ja. Also Klimawandel und so, ne? Natürlich. Das ist
Von Anfang an Bullshit gewesen. Und die Population einiger Vögel hat sogar zugenommen, das lese ich gerade noch weiter. Toll. Deswegen, also. Wir müssen mal Stacheln an die Windräder dran machen, damit das wieder kontrolliert wird. Drecksvögel, Alter, scheißen alles voll. Also ein Argument weniger gegen Windräder. Finde ich ganz gut. Ja. Oh, die sehen so hässlich aus. Ich will lieber meinen 20 Meter hohen Bagger haben, der hier rumsteht im Hintergrund. Die sehen so gruselig aus, diese Bagger, ey. Das ist richtig hässlich. Was auch hässlich ist, ist, dass Ricklays Extra, die Kaugummi-Sorte, nach Punica verschwinden wird. Nein. Ricklays, man kennt diese... Die hat noch so ein Triforce als Zeichen. Ja, man kennt diese weiße Packung, ne? Ein Drittel von einem Triforce. Man kennt diese Packung in weiß und so und Ricklays... War ja früher eine, ganz früher eine Seifenfirma, die haben Seife hergestellt in den USA. Schmeckt noch genauso die Scheiße. ich finde die ganz lecker, ehrlich gesagt. Jedenfalls haben die dann angefangen, pro Seifenstück so zwei Scheiben, zwei Streifen von dem Kaugummi zu verschenken. Und es war ein richtig geiles Marketing-Ding von Ricklays. Wasch dir nicht nur die Hände, sondern auch deine scheiß Schnauze. Auch deine Schnauze. Und haben auch in den USA jede Person, die im Telefonbuch steht, einen Ricklays extra geschickt damals, oder einen Ricklays Kaugummi. Und haben damit den Menschen abhängig gemacht, dass sie es halt richtig lecker finden und konnten dann die Seifenproduktion einstellen und machen nur noch Kaugummis. So hat das mein Dealer auch mit Koks gemacht. Jedes Mal, wenn ich ein Kaugummi wollte, hat er mir eine Line mitgegeben und siehste? Dann bin ich auf den Geschmack gekommen. Funktioniert einfach. Und dann wurde wohl jetzt in den letzten 10 Jahren irgendwann wurde Ricklays dann von Mars aufgekauft für ganz viele Milliarden Euro oder Dollar, keine Ahnung. Wo hat der Planet das Geld her? Ja, die haben gespart, einfach. Sparmaßnahmen. Ja. Steuererhöhungen und so, Sparmaßnahmen. Ja, okay. Ganz einfach, haben keine Windräder gebaut, sondern auf Kohlekraftwerke. Rundfunkgebühr auch auf dem Mars, oder? Ganz wenige nur 1 Euro im Monat. Okay, würde ich zahlen. Und die haben noch einen erfolgreichen Riegel, den sie halt herstellen auf dem Mars. Okay. Jedenfalls ist es so, dass der Absatz aber abfällt in Deutschland und überhaupt überall. Und deswegen wird Ricklays ab sofort verschwinden immer mehr aus den Regalen. Die gibt's nicht mehr. Und ich muss sagen, auch Ricklays Extra und so, wenn ich einen Kaugummi gekauft habe und ich kaufe die selten, dann die, weil ich die schon lecker fand. Ja, ich sehe auch gerade dieses Bild hier vorliegen. Das ist ja fast so, direkt daneben liegt's Tempo. Das ist ja auch so, wenn quasi das eine Marke synonym wird für das Produkt an sich. Stimmt. Ach, genau. Ricklays Spearmint Chewing Gum. Ja, Spearmint. Und die sind schon lecker. Kann man nichts sagen. Keine Ahnung, ich habe keinen Geschmack. Sind nicht gesund und so, alles gut. Na gut. Nee, ich weiß schon, wie die schmecken. Ich kenne das doch von früher, aber es ist, also ich bin jetzt nicht so der Kaugummi-Mensch gewesen. Muss man ja auch nicht. Jedenfalls waren die Gelben auch von denen? Die Gelben fand ich gut. Keine Ahnung. Gab es so Gelb-Rote? Warte, ich finde das raus. Drauf beißen, durchatmen, dann soll ja auch, glaube ich, gelbe Spearmints. Gelbe Sperma, was habe ich falsch gemacht? Gelbe Klumpen im Sperma, okay. Manchmal Sperma auch ein bisschen gelblich, das kann passieren, ja. Okay, na dann drop nochmal dein. Das kann ich als Sexualpädagoge nochmal beruhigen. Wenn euer Sperma gelb ist, muss nicht schlimm sein. Kann, muss aber auch nicht. Nee, warte mal, Juicy Fruit, das ist nicht von denen. Doch, auch Ricklays. Ach, doch, ja. Ja, Juicy Fruit, das ist es. Na, die fand ich nicht geil. Doch. Die haben mir nicht geschmeckt. Doch, Dino. Nee, die fand ich nicht gut. Doch. Ach, guck mal, und grüne gab's auch. Hey, die hatten verschiedene Farben. Das ist rot. Big Red. Ich habe Probleme mit Farben, ich lerne die gerade noch. Hä, guck mal, hier waren gerade grüne. Oh, noch Farben. Hier, Kaugummi grün. Die fand ich aber auch gut. Ja, stimmt, ich habe lange nicht mehr gesehen. Tja, jetzt sehen wir sie gar nicht mehr. Dobermint. Toll gemacht. Double Mint. Ja, voll schade. Ricklays, rest in peace, nach Punica eingestellt. Punica war meine Kindheit, Ricklays war meine Kindheit. Was stirbt als nächstes? Du bist jetzt leider erwachsen geworden, Tino. Ist so. Ein Trauerspiel. Wobei das ja nicht so geil sein soll. Ich glaube auch so Stoffe in Ricklays, das baut sich sehr langsam in der Natur ab. Tatsächlich. Im Körper? Nee, im Körper weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wird einfach nicht verdaut. Einfach runterschlucken und im Blinddarm lagern für später. Boah, ich habe echt Menschen gehasst in der Schule, die Kaugummi runtergeschluckt haben. Verachtet hast du. Wenn der Lehrer gesagt hat, irgendwie, Kaugummi aber jetzt wegschmeißen. Und dann der Dude so, okay, und runtergeschluckt. So eklig, das ist doch nicht geil. Peinlich. Ist auch, glaube ich, nicht so schlimm, aber ich fand es einfach eklig. Ähnlich eklig ist, wenn Präsidenten eine dritte Amtsperiode bekommen, obwohl es bisher nur zwei gab. Wer ist das? Präsident Xi. Und ich rede nicht von diesen geilen Leuten, die Malle auf den Bergen im Schnee machen. Mhm. Es ist ja Xi Jinping, der Winnie Pooh. Und der hat jetzt seine Macht zementiert und macht einfach weiter wie Putin. Ja. Also es ist einfach nicht mehr in Mode zu sagen, ich bin jetzt Diktator, period, sondern es ist jetzt eher in Mode zu sagen, ey, wir machen jetzt mal so eine demokratische Wahl, ich habe 120% der Stimmen bekommen.
Und jetzt schaffen wir mal Amtsperioden ab. Ich bleibe jetzt einfach mal auf Lebenszeit. Das ist so der neue Swag. Das sind die besten Demokraten. Das finde ich immer so spannend, auch was Putin angeht. Wenn die ganzen Leute immer rummeckern, wir hätten eine Diktatur und die wollen nach Russland am liebsten auswandern, der gar keine Wahlen mehr abhält. Also das finde ich immer Putin einigermaßen spannend. Hatte doch Wahl, oder? Putler? Putler hatte noch Wahl. Wer macht denn der Wahlen? Gar nicht doch, mehr. Der hatte eine Wahl. Echt? Halt auch nur eine Fake-Wahl, hatten eine Wahl, ziemlich sicher. Ich google mal die letzte Wahl von Putin. Ich dachte, die ist schon ewig her. Wenn du jetzt irgendwas 1996 Wahl sagst, dann springe ich vom Balkon. Nee, war noch 2000er. Wahlsieger wurde mit fast 77% der amtierende Präsident Putin. 2000. Guck mal, 2018 steht da. 2018? Echt? Das ist ein lupenreiner Demokrat. Guck mal, Präsidentschaftswahl 2024, die nächste. Soll eine kommen, genau. Ja. Der macht das schon, der macht den Wille des Volkes. Ich dachte, die gab's da. Du hast ihn jetzt verunglimpft, diesen armen Mann. Ah. Der muss schon auf so Absatzschuhen stehen, weil der so klein okay, ist. Und okay. Jetzt hast du den noch richtig reingewirkt. Der Skandal war, dass er die Amtszeit verlängert hat, ne? Also von 2018 bis 2024. Also ganze stolze 6 Jahre hat er sich halt wählen lassen. Okay, das war der Skandal, okay. Hm. Die Wahl wurde dann aber auch verschoben, okay. Ja, also spannend. Biden empfiehlt noch eine 25-prozentige Billionär, Moment, jetzt habe ich wieder falsch gesagt, Milliardär Steuer. Ja. Damals in der guten alten Zeit, als Frauen noch geschlagen wurden und Männer noch die Herrenrasse waren in Amerika in der 50er Jahre, da war ja die Tax Rate bei den ganz Reichen auch irgendwie bei 91, obwohl das nicht die tatsächliche war, das war die auf dem Papier, mhm. Wenn man alles bedacht hat und hier da getrickst, war die auch irgendwie bei 24%. Aber jetzt wurde hier von Biden, was ich überraschend progressiv für diesen Menschen finde, 25% vorgeschlagen. Und da kann ich nur sagen, das ist ein No-Brainer. Also ich sag weiterhin, von mir aus 100 Millionen, aber alles drüber braucht kein einzelner Mensch an Verfügung. Ja. Kannst gerne sagen, okay, die Firma, dieses Disney oder so, die haben jetzt ja halt so ein Networth, die können da irgendwie wirtschaften mit von mir aus. Aber eine einzelne Person, die kann auch einfach mal ab 100 Millionen auf jeden Dollar, den sie verdienen, 90 Cent Steuern zahlen. Ein Mensch kann nicht expandieren, muss man so sagen. Wenn ein Unternehmen das irgendwie machen, verstehst du irgendwo, wenn die noch mehr Läden aufmachen wollen und so und sich vergrößern wollen, klar, so ein Mensch braucht keine Milliarden Euro. Das ist jetzt wieder ein sogenannter Circle Jerk, wenn wir das sagen und uns da einig sind, aber ich finde, das ist einfach ein No-Brainer. Man darf sich auch mal einig sein, ohne gleich Circle zu jerken. Ja, wir sind uns ja da, okay, hier wird gar nicht gejerkt heute. Nee, das ist einfach so, also wir hatten es auch schon tausendmal, dieses Wachstum, ewiger Wachstum in einem endlichen System, Wachstum, ist einfach braindead. Im Zuge dessen kann ich auch erwähnen, ich glaube, das war das Anfang der Woche? Vielleicht war es auch letzte Woche, dieser Report, der rauskam, dass die Lebensmittelhersteller alle weiter ihren Profit steigern konnten, also nicht weiterhin Gewinne gemacht haben, sondern ihren Gewinn weiter steigern konnten, trotz Inflation. Also wir haben ja hier auch schon geredet über die 2,49 Euro Gurken und andere Produkte, die einfach um 100-200% teilweise gestiegen sind. Und dieser Bericht kam quasi jetzt raus und hat so ein bisschen bestätigt, dass das mehr als nötig war. So dieses, oh, wir haben gerade eine Krise, na, dann kriegt das ja keiner mit, wenn wir jetzt ein bisschen mehr, als wir eigentlich müssten. Also es ist jetzt, wir haben natürlich als Betrieb jetzt höhere Ausgaben für Energiekosten und so, aber wenn wir da jetzt so ein bisschen mehr verlangen, als wir eigentlich verlangen müssten, das wird der Kunde schon mitmachen. Und das, finde ich, ist einfach eine Frechheit. Ihr könnt doch weiter euren Gewinn haben, aber warum muss man permanent jedes Jahr den scheiß Gewinn steigern? Das kann nicht funktionieren auf wobei Konzerne ja auch allgemein weniger zahlen an Energie. Ne? Es gibt ja so irgendwie Konzernpreise und Privatverbraucherinnenpreise für Energie. Ja. Das sparen die ja schon irgendwie. Naja, wie dem auch sei, ganz toll. Wer auch ganz toll ist, ja. Es kommt die große Wrestling-News der Woche. Ja, Vince McMahon. Nee, was Schönes. Einer deiner Lieblingsstars, den du auch gestern gespielt hast. Kevin Nash. Rey Mysterio. Ach so. Ist für die Hall of Fame bestätigt worden. Geil. Rey Mysterio, der kleine Mexikaner, wird in die Hall of Fame der WWE aufgenommen. Das ist eine riesige Ehre. Der macht da wahrscheinlich einen Flickflack rein in diese Hall. Ja, mindestens. Booyaka, Booyaka. 48. 48 ist der, ja. Hm.
ist alt geworden. Kinder Dominik Mysterio, ist das dumm oder was? Der heißt doch nicht wirklich Mysterio. Nee, aber erst bei WWE heißt sein Sohn eben auch Dominik Mysterio. Okay, na gut. Obwohl der laut Storyline der Sohn von Eddie Guerrero ist. Da gab es ja dieses Match mal, Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero um die Vaterschaft von Dominik. Es waren wilde Zeiten damals. Und der hat auch Tochtern hier, ja, Alaya und Angie Gutierrez. Aber die heißen nicht Mysterio, ist ja komisch. Die boxen sich halt nicht. Die haben keine Masken auf. Da liegt doch kein Strom im Hintergrund der Bilder. Jedenfalls, Rey Mysterio, Glückwunsch verdient für die Hall of Fame auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass du uns hier up to date hältst, was die Wrestling-Riege und Roster angeht. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben gestern uralte Wrestling-Spiele gespielt. Wir wollten eigentlich streamen, haben wir eigentlich versprochen, aber einfach gestern nicht gemacht. Wir dachten, wir sind jetzt einfach mal privat hier und machen einfach mal als Freunde ganz schön. Ja, ich glaube, das war auch in vielerlei Hinsicht ein kleines Kommunikationsproblem. Wir können das nach wie vor gerne nochmal machen irgendwie. Es war auch einfach, also es war für mich auf jeden Fall auch schöner, das nicht jetzt bei mir zu haben gestern. Weil nee, ich fand's auch schön. Gut. Ja, geil. Ich würde sagen, wenn wir Woche bewerten schon durch, und ja, wenn wir Woche bewerten und noch einen Song reinpflegen in die Liste, dann haben wir noch ein bisschen, aber was geben wir denn dieser Woche? Dieses Wochenerzeugnis. Also ich würde schon auf eine hohe Zahl gehen, aufgrund der Geiselnahme in Karlsunruhe und aufgrund von Hamburg, ne, das Attentat da. Das ist ja immer so ein bisschen, ne, für die, die es vielleicht nicht wissen, es geht nicht darum, wie geil wir das finden, sondern einfach, wie viel... Wie entertainend die Woche war, aus einer Sicht von jemandem, der so sensationsgeil ist. Einfach so Sensationsmaßeinheit, ne, also wie groß, was passiert ist so, und ich finde, obwohl ich da nicht dran geblieben bin, ich fand es nicht so spannend, dass ich jetzt irgendwie vor NTV saß und wissen wollte, was gerade aktueller Stand ist. Are you not entertained, Tino? Weißt du, da steht dieser Typ umringt von Zeugen Jehovas Leichen und fragt, are you not entertained? Bin ich nicht, nee. Mich entertainen keine Amokläufe, muss ich sagen. Tut mir leid. Gut. Da muss schon mehr passieren. Ja, das ist genau das Gleiche wie das, was auch gestern passiert ist auf dem Bauhausplatz. Da kam einer an und hat gesagt zum Kumpel, ich nenne den jetzt mal nicht namentlich, hey, kann ich mal ein Skateboard probieren? Ich will das auch mal ausprobieren. So. Und haben dann halt so 30 Sekunden, eine Minute kurz geredet. So, ja, hier, stell dich mal drauf, probier mal. Und dann, haha, ich nehme jetzt das Skateboard und renne weg. Hahaha. Und es wurde halt auch mit dem Handy gefilmt und so. Witzig. Und das ist so eine kreative Aktion. Genauso kreativ ist dieses Attentat jetzt hier bei den Zeugen gewesen. Also langsam müsst ihr euch wirklich mal was Besseres ausdenken, wie zum Beispiel vor dem Bundestag scheißen. Und früher oder später organisiere ich dann noch was, keine Sorge. Oder Sonderborn vorgeschlagen hat, einfach mal einen Politiker festkleben. Ja. Einfach mal irgendwie hier Kleber an die Hand und auf den Nacken. Natürlich nicht machen, das ist nur Spaß, Satire, Zwinker, Zwinker. Aber das wäre doch mal irgendwie eine Aktion, die ist mal was anderes. Ja. Da spricht man drüber. Gut, was geben wir aber? Also ich weiß nicht, ich würde trotzdem nur so auf eine 6,5. Ich würde für Rey Mysterio auf eine 7 gehen. Natürlich, Rey Mysterio ist... Nee, nicht für den, ich würde eher für die gesamte... Also ich finde, es hat sich schon wie eine 7 angefühlt die Woche. Für mich, aber wir können auch 6,5 sagen. Ich glaube, ich bin auch mal bei 6,5, weil ich das halt, wie du auch gesagt hast, nicht so aktiv verfolgt habe. Recht. Sondern ich wusste, dass es passiert und da war es dann für mich auch erledigt irgendwie. Hast ja auch recht. Dann 6,5. Okay. Und ich sehe gerade hier... Aber eigentlich können wir es nicht mal. Ich werde ziemlich schlecht. Wir gehen auf eine 7, weil wäre das gleiche in dem Kindergarten gewesen und nicht bei Zeugen Jehovas. Ich glaube, wir haben einen Anti-Zeugen-Bias. Na gut, auch wenn wir versucht haben, den zu unterwandern, indem wir gesagt haben, auch wenn das Zeugen sind. Ja, aber Kinder und Zeugen Jehovas sind immer ein Unterschied, oder? Ja, was weiß ich, dann Schulmannschaft, Fußball. Nee, das sind ja auch Ich will mal ganz seriös sagen, man darf Menschen nicht qualitativ aufwiegen gegeneinander. Es ist immer scheiße, wenn Menschen erschossen werden. Außer bei Nazis vielleicht. Was heißt darf? Jetzt kommen wir ganz zum Ende doch nochmal ins Relativieren. Aber wenn wir jetzt eine Gruppe von 10 Rentnern haben oder eine Gruppe von 10 Kindern, da darf man, glaube ich, schon in sich sagen, die einen haben ein Leben gelebt, die anderen nicht so sehr. Ja, aber andere, so eine alte Omi, wenn die es irgendwie jetzt auf die 90 geschafft hat und er immer noch fit ist, ist auch unfair, dass sie jetzt einfach erschossen wird, sinnloserweise. Die soll halt so einen sinnvollen Tod sterben. Es ist beides scheiße. Ich sage, wir kommen wieder ins Relativieren. Aber die einen verlieren halt potenziell mehr Lebenszeit als die anderen 90-jährigen Omas. Deswegen finde ich das schon okay. Kann ich verstehen, den Gedanken. Ich habe wie versprochen bei dem ESC-Song reingehört von
von Lord of the Lost, Blood and Glitter, ist ein cooler Song, ist abwechslungsreicher, ist jetzt typisch auch... Was interessiert mich nicht? Gewinnen wir damit endlich mal wieder, Team? Wahrscheinlich nicht. Toll. Aber ESC ist trotzdem irgendwie immer so, wie so ein, wir haben es bei Fest und Flauschig gesagt, wie so ein Kirchentags-Song, ne? Mhm. Es darf nicht zu brutal sein, nicht zu doll sein, nicht zu derb sein, aber in dem Lebens, in der Linie ist es okay. Also Lord of the Lost, Blood and Glitter. Hard Rock, Halleluja oder sowas, ist doch kein Kirchensong. Nee, die war schon ein bisschen krasser, die war eine Ausnahme. Aber sonst ist es mal so ein bisschen so, es darf nur ein bisschen cool sein, nicht zu sehr. Ja, da habe ich den perfekten Song für, den ich einpflege, falls es den dort geben sollte, nämlich von Peter Schilling. Den gibt's noch. Und zwar, guck mal nach, nicht ein altes Lied, sondern ein neueres Lied. Am Beginn von Corona hat er den Song rausgebracht, Mechanik meines Herzens. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich geguckt habe, was macht Peter Schilling heutzutage, aber der Song fängt an und ich denke mir, ach du Scheiße, jetzt macht er auch so ein Autotune-Gelumpe. Guck, dass es die deutsche Version, die deutsche Version ist. Also jetzt macht er so ein Autotune-Gelumpe, aber nein, da steckt mehr dahinter. Ja? Hört da mal rein, ich finde, dieses Lied erzeugt eine ganz besondere Stimmung, die ich so noch nicht kenne. Peter Schilling ist ja bekannt für Terra Titanic und Major Tom und so weiter. Mhm. Eigentlich hatte ich einen anderen Song geplant, ja, aber ich bin jetzt für Anime-Hits, weil ich jetzt so gerade drin bin durch unseren Podcast heute. Also hast du völlig umsonst jetzt über den ESC geredet und unsere wertvolle Hörerzeit hier verschwendet. Nee, ESC wollte ich gar nicht rein. Ich hatte gestern schon angekündigt, dass ich schon einen Song habe, aber ich habe es mich umentschieden und nehme einen meiner Lieblings-Anime-Songs überhaupt, und zwar Challa Head Challa von Fred Rötscher. Mhm. Da habe ich gerade erst im Stream gesagt, dass das leider der schlechtere Song ist. Echt? Gegen Du wirst unbesiegbar sein hat er leider keine Chance. Aber auch nicht schlecht. Mach, wie du denkst. Auch nicht schlecht. Mach, wie du denkst. Ich will... Das ist halt, das ist der internationale Song. Also der hat die gleiche Melodie auch genau. Im japanischen Raum zum Beispiel. Aber Du wirst unbesiegbar sein ist halt einfach um Welten besser. Ich finde beide gleich gut, ehrlich gesagt. Und Challa Head Challa, gesungen von Fred Rötscher. Ich habe den Text auch nie verstanden. Challa Head Challa... Völlig einfach nur so, wie so lalalala, da diddle dumm und so, ist einfach ein bisschen sinnlos. Ne? Ich fürchte, da wurde halt was von einer anderen Sprache mit übernommen. Ja. Das ist ja in jeder Sprache so. Ja. Nun. Hört gerne die Brennholz-Untermusik rein bei Spotify, hört Brennpunkt Internet, ein sehr guter Podcast, kann ich sehr empfehlen. Kann ich, ja. Vom Podcaster Tino Randacher. Falls ihr den noch nicht kennt, hört da auf jeden Fall mal rein. Und YouTube sucht den mal auf Spotify und macht den mal an. Macht den mal an. Oder auf YouTube. Wenn ihr gerade auf YouTube seid, sucht den mal auf YouTube. Das genau. Schreibt einen Kommentar und so bei Spotify und das geht da nicht. Leider noch nicht. Aber alle 10 Folgen oder so mache ich mal eine Umfrage. Da könnt ihr da mal ein Ja oder Nein andrücken oder so. Echt, das geht? Das geht, ja. Ich schreibe da immer rein, findet der Tino scheiße. Und dann habe ich Ja und Sehr als Auswahl. Ach, und die Leute gehen ab wie Schmitzkatze. Finde ich gut. Wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Ja. Aber auch so Hörerzahlen siehst du nicht bei Spotify, ne? Doch, ich glaube, das gibt's da. Aber ich gucke mir das halt nicht an. Mich würde es mal interessieren. Ich habe halt selber keinen Spotify-Account, den ich nutze. Ja. So, deswegen. Aber gibt's bestimmt. Ich würde gerne mal sehen, die Zahlen, weil bei YouTube sind wir immer so 300 ungefähr, ne? Das sind so die Zahlen. Mhm. Da kommt ja noch irgendwie anderes dazu. Na, es gab ja warte mal, war das nicht, war jetzt erst wieder? Nee, es gibt ja immer diese Jahresrückblickzahlen und da war ja irgendwas, dass es gesteigert wurde um 250% irgendwas. Ach krass. Im Verhältnis zum Vorjahr, aber war das jetzt diesen Winter eigentlich nicht, nee, oder? Ja, das fände ich auch. Wenn ja auch von 5 auf 20 Euro wäre auch schon 250% oder so. Ja, weißt du, deswegen. Wenn du es rausfinden kannst und ohne großen Aufwand, würde ich es ganz gerne mal ablesen. Ja. Aus Interesse. Ja. Ob es sich für mich noch lohnt. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist ein Hörerwunsch, wenn ihr da einen wollt. Wartet noch ein bisschen, weil ich glaube, wir haben noch einen offen. Kulturelle Aneignung immer noch, ja. Ja. Nun, dann machen wir das so. Aber schottische, also geht um Dudelsackmusik so ein bisschen. Wer die wohl gemacht hat, Echt? Ja. Na gut. Kam von Dude Elzeck. Ja, das weiß ich, aber das ist eine neue Information. Das ist ja mal was ganz Neues, dass der dieses Thema irgendwie thematisiert. Spannend, ne? Kenn ich gar nicht von dem. Nee. Gut. Auch Spotify-Empfehlung. Dude Elzeck hören. Hat auch jetzt was veröffentlicht. Das kannst du nächste Woche in die Playlist packen. Auf jeden Fall. Jetzt höre ich erstmal andere Musik, nämlich unsere Automusik. Dö-dö. Dö-dö. Banger. Gut, Leute. Tschüss. Tino, sagt ihm bitte wieder, dass die sich waschen wollen. Wascht euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ihr freudigen Viecher. Ja, wieder. Bis so. Tschüss. Bisschen. Geile Powerbank.